Hallo und willkommen zum neuen Review-Video. Heute habe ich euch von Mega Constructs Halo Arbiter's Quest mitgebracht, beziehungsweise die Quest des Gebieters oder sowas ähnliches. Wir haben hier eine Teilanzahl, leider verdeckt das Etikett hier, das Ganze. Dumm aufgeklebt, aber ja, gut. 241 Einzelteile hat das Set. UVP-Preis war oder ist zumindest bei der Seite von Mattel 35 Euro. Bei Amazon wird man es für 45 Euro bekommen. Genau. Wir bekommen zu diesem Set natürlich, wie man sieht, einmal einen Benji von der Covenant-Fraktion, zwei Ketzer-Mini-Figuren und natürlich, wie es da es sich um den Arbiter's Quest handelt, bekommen wir auch hier den Gebieter selber noch dazu. Hier sehen wir das Ganze. Hier haben wir einmal den Gebieter, da haben wir den Ketzer-Elite. Und hier haben wir den Anführer der Ketzer, Cesar Rifumi, oder wie man den auch immer ausspricht. Das Besondere an diesem Set ist, dass es noch die gleichen Teile in Gold gibt. Also ein paar Teile in Gold gibt, damit man halt den Banshee wie im Halo 2 umgestalten kann. So wie man es dann eben dann auch hier sieht. Das ist schon cool, dass die da solche Teile mit reingelegt haben. Da kann man es dann eben auch zweimal kaufen. Da hat man einmal so einen Covenant Banshee und einmal eben den umgestalteten Ketzer Banshee. Ja. Dann gucken wir uns auch gleich mal die Figuren an. Wir fangen hier mal mit dem goldenen Ketzer Elite. Die Eliten haben, also generell die Ketzer Eliten haben hier eine eher traditionellere Rüstung an. Deswegen sieht die auch hier auch anders aus, als man sie normalerweise kennt. Ebenso durch das Jetpack oder die Möglichkeit zu fliegen temporär haben die auch hier so eine, ja, so ein Beatmungs Helm oder sowas, oder wie der Name auch man dazu sagt. Wir haben dann hier auch dieselbe Rüstungsvariante auf Cesar Rifumi. Dieser bekommt halt diese zwei Plasma-Waffen noch hinzu. Aber sonst unterscheidet er sich jetzt auch nicht wirklich von goldenen. Aber ist eine schöne rote Rüstung, kann man auch zu den Verbandenfraktionen auch dazu stellen, Gesellen. Finde ich ganz gut. Dann haben wir hier natürlich die, ja, die Hauptattraktion, glaube ich mal, würde ich mal sagen, zu dem Set. Das wäre hier der Gebieter selbst. Weil die einzelnen Details und die Verzierelemente auf der Rüstung des Gebieters sind also wirklich sehr schön gemacht, sehr gut eingraviert, würde ich mal sagen. Blöd ist halt nur, wegen dem riesen Helm kann man seinen Kopf jetzt nicht wirklich nach oben bewegen. Er wirkt auch im Vergleich zu den normalen Eliten, wirkt er auch viel bulliger, viel massiver. Sieht auf jeden Fall echt eine, ist auf jeden Fall echt eine klasse, gute, geile Figur. Dann haben wir hier den Banshee. Bei dem Banshee finde ich es klasse, dass sie das Cockpit in einem einzigen Teil mitgebracht haben. So gibt es dann eben auch diese einzigartige Form des Banshees. Die Flügel an den Seiten sind relativ zerbrechlich. Die können, oder da können Teile mal ganz leicht mal abfallen. Abseits davon ist er auf jeden Fall, ist auf jeden Fall eine stabile Konstruktion. Hat auf jeden Fall seinen Spaß gemacht. Und das sieht man jetzt vielleicht nicht ganz, aber in der Mitte, innen drin, zwischen den zwei Riesenblastern, sind dann so zwei so Stud-Shooter oder halt Spring-Loaded-Shooter, die man dann halt raus, wo man halt so zwei Geschosse rausschießen kann. Natürlich kann man in den Banshee innen drin eine Minifigur noch mit reinsetzen. Passt auch dann angegossen. Zu dem Banshee bekommen wir dann eben, wie man vorhin gesehen hat, so einen transparenten Ständer, so eine transparente Stange, die auf so ein Stück Bodenplatte, so ein Stückchen draufsetzt. Auf jeden Fall super, dass man da an sowas denkt und mitliefert. Das würde bei Lego Star Wars zum Beispiel überhaupt gar nicht geben. Und allein die Tatsache, wie gesagt, man kann die goldenen Teile nehmen, die die Ketzer-Fraktion benutzt hat, also umgefärbt hat, um aus diesem normalen Covenant Banshee eben ja einen Banshee von, oder halt einen übernommenen Banshee von der Ketzer-Fraktion umzugestalten. Das ist einfach echt cooles Feature, ein geiles Play-Feature, was die sich da ausgedacht haben. Da bin ich echt begeistert davon. Wenn es einem mal langweilig wird und will mal was anderes, dann nimmt man halt, gestaltet man einfach den Banshee dann komplett um. Oder man kauft sich halt ein zweites Mal und wie gesagt hat man dann halt ja, ein Banshee von Covenant und ein Banshee von der Ketzer-Fraktion. Man kann halt dann die Szenen in Halo 2 nachspielen. Genau, das war's eigentlich auch schon. Was haltet ihr eigentlich von diesem Set? Findet ihr diese Version des Banshees, die aktuellste bis jetzt, sieht am besten aus? Oder findet ihr die vorherigen Banshees, die
einen älteren Mega Constructs oder halt Mega Block Set, wie es damals hieß, gab, fandet ihr die damals besser? Scheiß mal gerne mit rein. Ansonsten war es das von meiner Seite. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende, einen schönen Abend. Genießt die Zeit und wir sehen uns dann bis zum nächsten Video. Ciao! We'll be right back.